Hi, ich bin Tobi. Wir sind hier in meiner Werkstatt und wir basteln heute was richtig Cooles. Und zwar habe ich ein Projekt mit Vitaholz. Vitaholz ist eine Marke der Firma Valva. Und die stellen Holzpellets her. Und Vitaholz hat eine Kampagne ins Leben gerufen, das ist die Zweite Leben Upcycling Box. Da geht es darum, dass man alte Sachen oder Sachen, die eventuell Abfälle wären, wie diese Baumscheibe, wiederverwertet und daraus was Cooles baut. Dafür hat Vitaholz ein Paket zusammengestellt und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Kommt her. So, in dem Paket von Vitaholz ist alles dabei, was ihr braucht. Beine, Schleifpapier, ein bisschen Öl und Schrauben. Das Einzige, was ihr dazu beisteuern müsst, ist die Baumscheibe und ein bisschen Werkzeug. Das Werkzeug seht ihr erst bei den nächsten Arbeitsschritten. Wir fangen jetzt an, damit die Rinde, die noch dran ist, von der Baumscheibe zu entfernen. Und dafür nutzen wir einen Beitel und einen Hammer. Und wir legen los. So, nachdem die Rinde von der Baumscheibe ab ist, müssen wir die Baumscheibe jetzt einmal säubern. Dafür könnt ihr entweder einen nassen Schwamm benutzen. Wenn mir das Trocknen aber zu lange dauert, nehme ich eine Drahtbürste dafür und entferne einmal den Dreck aus der Holzmaserung und von der Seite. Die Baumscheibe ist jetzt vom groben Dreck befreit und weil wir die Baumscheibe jetzt mit der Drahtbürste sauber gemacht haben statt mit dem Schwamm, können wir jetzt direkt zum Schleifen übergehen. Dafür hat Vitaholz uns verschiedene Stärken Schleifpapier dabei gelegt, von einer 40er Körnung bis zu einer 150er Körnung ist alles dabei. Wir fangen mit der 40er Körnung an. Bei der Körnung ist das immer so, je kleiner die Zahl ist, desto gröber ist das Schleifpapier und mit 150, wenn man dann auf, dann sollte die Fläche eigentlich ziemlich glatt sein. Weil wir jetzt mit dem Schleifpapier arbeiten, habe ich mir einen kleinen Klotz genommen, da kann man das drum machen, dann ist das Ganze einfach ein bisschen handlicher. Die Platte haben wir jetzt bis zu einer Körnung von 150 schön glatt geschliffen, so dass es an allen Seiten schön haptisch ist. Wer natürlich ein Schleifgerät zu Hause hat, kann natürlich auch ein Schleifgerät benutzen, der muss ja nicht mit der Hand machen. Ich habe mir jetzt schon mal hier eine Platte drunter gelegt, damit wir die Platte jetzt ölen können. Das Öl umgefüllt in einen Becher und wir tragen jetzt die erste Schicht auf und lassen das Ganze dann einziehen. So, die Holzplatte ist jetzt getrocknet, das Öl ist eingezogen. Jetzt können wir die Tischbeine drunter schrauben. Dafür drehen wir erstmal die Holzplatte um und zeichnen uns grob mal die drei Stellen an, wo die Tischbeine hinkommen. Und dann schrauben wir die mit den mitgelieferten Schrauben fest. Die letzte Schraube ist drin. Projekt beendet. Die Tischbeine sind dran und wir haben aus unserer im Wald gefundenen Holzscheibe einen richtig coolen Tisch gemacht. Klar, der Tisch ist nicht hundertprozentig gerade. Die Baumscheibe ist nicht perfekt geformt, aber darum geht es ja. Man soll aus den Sachen, die man findet, was Cooles, Nachhaltiges machen. Und ich finde die Idee von Vita halt super und bin froh, dass ich dieses Projekt umsetzen konnte. Und freue mich schon, eure nachgebauten Stücke zu sehen. Also, bis bald!